Kleiner Panda ganz nah. Seit Dienstag können die Besucher des Berliner Zoos den Nachwuchs bei den großen Pandas bewundern. Täglich um die Mittagszeit sollen die beiden jungen Pandadamen zu sehen sein. Dass es sie überhaupt gibt, ist eine kleine Sensation. Schon zum zweiten Mal gibt es im Berliner Zoo Nachwuchs bei den großen Pandas, den wohl seltensten Bären der Welt. Dass es dieses Mal erneut Zwillinge waren, ist besonders bemerkenswert. Bei ihrer Geburt im August wogen sie nur rund 150 Gramm und sahen nicht unbedingt niedlich aus. Das hat sich jetzt eindeutig geändert. Sie können noch nicht so viel sehen, logischerweise, ist wie bei Säuglingen auch, nur ein bisschen schemenhaft, schattenhaft. Aber die Augen sind schon geöffnet, das Fell ist sichtbar. Sie sehen aus wie kleine Pandas, kugeln sie schon auf ihren Matratzen sozusagen oder bei Mami. Naja, und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns nicht wieder Monate warten. Während eines der Babys gezeigt wird, ist das andere bei Mutter Meng Meng. Und dann wird gewechselt. Fressen und schlafen, so sieht derzeit das Tagesprogramm aus. Das Wichtigste eines kleinen Pandas ist, groß zu werden. Auch süß zu sein, damit Mama sich besonders darum kümmert, logischerweise. So ist die Natur. Die Natur ist immer logisch. Deswegen können die sich auch gar nicht so viel bewegen, denn desto mehr sie sich bewegen würden, desto sportlicher sie wären, desto weniger Kalorien würden sozusagen überbleiben, damit man ja auch Gewicht zunimmt. Das ist die wichtige Aufgabe für die kleinen Pandas. Einen Namen haben die beiden kleinen Pandas noch nicht. Hierzu werden die Vorschläge aus China erwartet. Und wenn man sich die nicht merken oder aussprechen kann, werden sich die Berliner sicherlich die passenden Spitz- oder Kosenamen ausdenken. Der Ideenwettbewerb bis zur Taufe ist eröffnet.